Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Truck Driver. Ja, ich bin jetzt hier gerade in Pine Creek angekommen bei dem Sven Nordlund. Ich war hier ein bisschen durch die Gegend gefahren, habe mir gedacht, ach komm, weißt du was, wir fahren einfach hier mal hierhin, weil Mittel-Kurzstrecken-Aufträge müssen wir so oder so noch machen. Weil, ne, wir haben ja noch jede Menge massig Missionen zu erledigen und ja, von daher habe ich mir gedacht, ich keinen Bock mich aufzuregen über diese blöden scheiß Zeitmissionen, machen wir mal was Ruhiges. Hier Mittelstreckentransport für Sven Nordlund. Hey, du weißt, wie die Sache läuft. Ja, ich weiß, wie die Sache läuft. Wir haben einen Holztransporter. Jupp, ich kümmere mich drum. Dann werden wir das doch mal tun, würde ich sagen. So, bei dem ist es echt recht easy hier rückwärts ranzufahren, ohne dass ich in die Außenansicht muss. Aber ich werde es trotzdem tun, weil, ne? Screenshot. Brauchen wir trotzdem. Wo geht's hin? Schauen wir mal. Nach Baikant. Nach Baikant geht's. Ja, nice. Da sind wir ja schon fast wieder bei der Ollen, ey. Oh nee. So, der will ich nicht. So, der will ich aber auf gar keinen Fall. Ja, wollen wir mal schauen, was haben wir denn jetzt hier? 6,2 Kilometer. Ja, passt doch. Dann fahren wir den Krempel mal darüber. Hatten wir schon mal einen Holztransporter von den dran? Ja, ich glaube ja, ne? Ich bin gerade beim Legen, oder ob es das erste Mal ist, dass wir mal einen Holztransporter fahren. Ich würde ja immer noch gerne hier so mal so ein Autotransporter oder sowas fahren. Aber das gibt es hier leider nicht. Oh, wo kam der denn her? Den habe ich gar nicht gesehen. Das hätte auch schief ausgehen können. Und was auch schön ist, es regnet mal nicht. Das ist mal was ganz Neues. Vor allen Dingen brauchen wir uns jetzt hier nicht abzustressen. Das ist das Geile. Mal eine Tour fahren, wo man nicht gestresst ist. Soll was Beruhigendes haben. Munkelt man. Einfach gechillt hier in der Gegend fahren. Gut, das Traurige ist, dass die NPCs hier immer noch rumschleichen wie sonst was. Die werde ich trotzdem überholen, weil ich will gechillt fahren und nicht einschlafen. So ist auch angenehm, würde ich sagen. Es kam auch wieder ein Update raus. Ich weiß aber nicht, was da drin war. Ich schätze mal, aber nur irgendwie Bugbehebung oder sowas. Okay, hier traue ich mich aber nicht zu holen. Das muss nicht sein. Wie die Leute hier die Aussicht genießen. Ich meine, ich kann es irgendwo verstehen, sieht dann nice aus. Aber Alter, ein bisschen schneller kannst du schon fahren. Komm. Der haut jetzt gleich sowieso wieder irgendwo voll in die Eisen, denke ich mal. Aber hier habe ich Übersicht. Hier kann ich überholen. Sehr schön. Okay, es dauert länger als geplant.
Komm, fahr. Komm, schlaf nicht ein. Oh, ich wollte schon überholen. Das lassen wir lieber. Aber jetzt können wir überholen. Auf geht's. Vollgas. Nice. Ja, ich bin mal gespannt, was so als nächstes noch kommt bei den Missionen für unsere beiden Hektiker. Mary O'Sullivan und David Song. Da müssen wir ja auch nochmal hin, dann wieder. Ich sag ja, ich hab bremst doch nicht so, bist du wahnsinnig. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge habe ich das ja mal erwähnt. Ich hoffe, dass da irgendwie mal so Missionsupdates kommen. Das wäre ganz nice. Alter, fahr, ey! Ach, weißt du was? So. Ich schleiche da hier nicht in der Gegend rum, ey. Wo sind wir denn hier, ey? Wo sind wir hier? In unserem Revier. Und ich kann immer noch nicht singen. Alter, den Weißen hier habe ich gar nicht gesehen. Oh oh, ich glaube, es fängt wieder an zu regnen. Oder war es jetzt nur ein Grafikfehler? Könnte auch nur ein Grafikfehler gewesen sein, was mir lieber wäre. Geh weg da. Keine Zeit für Blödsinn hier. Und die Reifen nutzen sich auch schon wieder ab. Ich krieg eine Krise, ehrlich. Also mit den Reifen, mit dem Reifenverschleiß ist echt übel. So, wir sind da. Yay. Ich hätte auch da rumfahren können, ne? Schönen guten Tag. Ich soll hier was abliefern. Holzbalken. Da hinten, praktisch. Sehr schön. Abgeliefert, Mission abgeschlossen. Yeah! Sven Nordlund ist mega zufrieden mit uns. 80 Euro fürs Abkoppeln. Du hast das neue Morgentau, kann jetzt im Laden gekauft werden. 897 Euro, nochmal oben drauf. Das ist ja schon traurig, ne? 800 XP oben drauf. Nice. Really nice. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen. Oh, Moment. Wir haben hier wieder XP, bis die schwarze kracht. Nein, hier müssen wir noch warten. Die 8000 XP brauchen wir noch, fehlen uns noch ein bisschen. Also, auf geht's. Achso, nee, ich wollte gucken, wo wir hinfahren. Ja, komm, noch eine gechillte Runde hier für André Funa. Ja, komm. Das geht klar. Bei André waren wir auch schon lange nicht mehr. Also außer wenn er nicht irgendwelche illegalen Anhänger verschwinden lässt von der O'Sullivan. Was ist hier los? Warum stehen die alle rum? Ja, man weiß es nicht. Standing Ovations für mich anscheinend. Auf geht's. André, wir kommen. Ich hoffe, du hast den illegalen Anhänger verschwinden lassen.
Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin ein ehrlicher LKW-Fahrer, der sein Bestes gibt, um die Waren hier ordentlich an Kunden zu bringen. Der bald wieder seine Reifen reparieren lassen muss. Ich hoffe, André Funa hat sowas Richtung Midham, das wäre ganz cool. Jetzt kommen wir hier aber endlich wieder durchziehen mit dem LKW, das ist cool. Das geht dann wenigstens ein bisschen zügiger. Vollgas! Alter, jetzt müssen wir schnell hier. Ohne zu blinken fährt er einfach da ab. Was soll denn das? Zeig mir doch bitte an, in welche Richtung du fahren möchtest. So, Baugelände von André Funer. Wir sind da. Herrlich. Schauen wir mal, was er für uns hat. Wird er eigentlich mit dem Haus hier mal fertig, oder? Irgendwie nicht, ne? So. Auftrag für Kurzstreckentransport. Hey, kannst du dich um diese Ladung kümmern? Kümmert. Natürlich, André. Für dich tue ich alles, weißt du. Selbstverständlich, André. Und er schickt mir wieder die Detail. Oh, also, wo fahre ich denn hin? Da steht immer nicht der Anhänger. Angekoppelt, hey. Auf geht's. Wohin? Wohin soll das gute Stück denn gefahren werden? Ach, guck mal an. Ja, das passt doch. Da sind wir gleich bei der Ollen. Ja, danke dafür, Andi. Der steckt, also original André steckt hundertprozentig mit der O'Sullivan unter einer Decke in irgendeiner Hinsicht. Und deswegen gehen auch immer von dem. Das, jetzt im Nachhinein, ne? Da schließt sich der Kreis. Da wird ein Schuh draus. Ah, da kommt noch ein Auto. Ja, moin. Andres Lieferungen gehen sehr oft da hoch in die Richtung. Oster bei und was weiß ich, welche bei ist da nicht noch alles dabei sind. Also entweder du fährst oder du lässt es. Das ergibt jetzt so mittlerweile alles so einen Sinn. Die Touren von André. Da läuft doch 100 Pro was. Dann verlässt er hier noch Anhänger verschwinden und so Geschichten. Ah. Ich glaube, die einzig und wahre, ehrliche Socke ist Charlie Dover. Der macht mit seinem Fisch da alles klar und dann ist er zufrieden. Das passt schon. Das kommt davon, wenn man nochmal einen Schluck trinken muss. Jetzt fahren die hier nicht. Komm mal hin hier. Oh, jetzt bremst er mich schon wieder. Ne? Ah, er biegt ab. Ein Traum. Genauso muss das laufen. Komm, fahr. Sehr schön. So und nicht anders. Herrlich. So macht LKW-Fahren Spaß. Nicht auf Hektik und hier, ich ramm euch alle weg. Gechillt hier in die Abendsonne hinein.
da läuft halt doch. Die nehmen wir wohl noch mit. Boah. Ja, das ist auch praktisch. Dann kommen wir hier pünktlich zum Feierabend hier an. Können wir hier nämlich ja, obwohl schlafen müssen wir eigentlich noch nicht, ne? Naja, wir schauen mal. Okay, es ist hier ein bisschen eng, aber das kriegen wir hin. Nice. Ja, und dann können wir ja mal wieder zu der O'Sullivan fahren und wieder eine ich reg mich auf Tour holen. Ist dann auch nicht verkehrt. Je schneller ich die fertig kriege, desto weniger rege ich mich auf. Der Leuchtturm in der Abendsonne, meine Damen und Herren. Ein Träumchen. So. Schönen guten Tag. Einmal hier hin, kein Problem. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Na komm, ich mach mal Außenansicht. Sehr schön. Ein Traum in der Abendsonne. Klasse, komm wieder, wenn du weitere Aufträge haben möchtest. Ja. Mission abgeschlossen. Nice. Dunkles Denimblau kann jetzt im Laden gekauft werden. Sehr schön. Finde ich gut. Herrlich. Wir haben wieder einiges geschafft. Und ich könnte mal das Licht anmachen. So, dann müssen wir jetzt mal schauen, wo fahren wir jetzt hin. Zur Hälfte gepennt, ja, ich glaube, ja, komm, ja. Dann schlafen wir erstmal, bevor wir zur Sullivan fahren. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Komm, fahr da, mach hin. Auf in den Sonnenuntergang. Also das sieht ja schon mal nice aus, ne? Das muss man ja schon sagen. Sehr schön. Einmal schlafen bitte. Also Motor läuft noch. Und obwohl, hey, bevor ich jetzt hier schlafe, würde ich sagen, wir beenden die Folge jetzt erstmal hier. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen, kostenloses Abo reinhauen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder zur nervigen Sullivan fahren. Weird, da geht die Sonne unter. Und da guckt die Sonne über. Okay. Kann man mal machen. Ja, dann fahren wir in der nächsten Folge zur nervigen O'Sullivan. Schauen wir mal, ob die uns wieder zur Weißglut treibt. Und ja, ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.